andere Variante und nicht dieses, ne, pure Kindheitserinnerung Bratkartoffeln, sondern mediterran. Mori hat mir was beigebracht. Er hat mir gezeigt, wie man Bratkartoffeln macht. Aber so wie du es jetzt machst, mache ich das eigentlich auch immer. Na, ist doch gut. Machst ja vieles, machst ja alles richtig. Ja, aber auch da, ne, von wegen alles richtig. So beim Kochen, es gibt ja auch wirklich so, ne, das habe ich so gelernt, das muss man so machen. Nee, musst du nicht. Du musst es so machen, dass es dir schmeckt. Punkt. Wenn du beruflich Koch bist, anderes Thema. Aber wenn du für dich selber kochst, solange es dir schmeckt, kannst du machen, was du willst. Du kannst auch Ananas auf Pizza legen. Es gibt ja sehr viele Köche, also die beruflich kochen und privat dann bestellen. Ich bestelle privat auch. Also nicht nur. Ich koche auch gern privat, aber. Tatsächlich köche sehr, sehr viel. Köche essen sehr gerne auswärts. Teilweise in geilen Restaurants, einfach für Inspiration und ne, andere Geschmäcker. Aber auch manchmal, viele Köche essen auch sehr viel Fastfood. Wenn du den ganzen Tag in der Küche gestanden hast, den ganzen Tag, dann hast du auch einfach irgendwann keinen Bock mehr. Und bist halt so im Stress und so. Und dann. Ne, gib den Köchen dann aber mal 2 Wochen Urlaub und dann fangen die an, den geilsten Bums zu Hause zu kochen. Und das ist halt so auch wieder, ne? Thema Mental Health und Gesundheit. Im Berufsalltag haben die wenigsten Köche Bock, zu Hause zu kochen. Das ist so. Mein Papa auch nicht. Aber sobald ein bisschen Urlaub, ein bisschen Freizeit hast, dann haben die richtig Bock drauf. Oh, ich habe Balsamico vergessen. Jetzt müssen wir alles nochmal neu machen. Nein. Egal. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Das freut mich. Mit Pesto ist sehr lecker, finde ich. Aber man schmeckt den Knoblauch sehr stark raus. Ich mag gerne Knoblauch. Vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen. Dann hätten wir weniger gemacht, wenn du nicht so. Nee, nee, alles schon. Wenn du noch was vorhast. Ich muss mit Pia heute noch streamen. Bringe was mit. Problem gelöst. Hast du Decke? Wir haben bestimmt im Büro irgendwo was. Machst du eine Portion? Freut ihr sich? Die ist gerade bei der Fahrschule. Lernt gerade Auto fahren auf der Autobahn. Und fährst, lässt du dich von ihr fahren? Wenn sie einen Führerschein hat, ja, klar. Was just joking. Das Ding ist, sie lernt jetzt gerade alles. Und was ich überhaupt nicht abkann, ist, wenn ein Beifahrer dem Fahrer sagen, wie er zu fahren hat. Da kriege ich die Krise. Und jetzt letztens einmal wollte sie mich verbessern. Da habe ich ihr gesagt, wir können gerne anhalten und du fährst weiter, aber ich möchte nicht von dir berichtigt werden. Also klar, wenn ich jetzt über eine rote Ampel fahren würde, dann hat sie natürlich jedes Recht zu sagen, dass sie das scheiße Wunderbar, findet, von aber deinem das war Bruder. natürlich eine Kleinigkeit. Melina immer noch am Start. Bist du? Nee, du bist nicht im Büro. Ich habe keinen gesehen. Schaffst du es noch rechtzeitig ins Büro? Wir haben noch Food übrig. Weißt du, das war Corona und damals so. Für LLC, in der Klasse, da ist immer was übrig. Ja. Weißt du selber, dann gingen immer E-Mails rum über den internen E-Mail. Da waren wir auch noch nicht so viele, wie wir jetzt waren. Bei Freaks. Ich bin immer mein Essen losgeworden. Und der erste war immer Hendrik. Ich glaube, es gab bisher erst ein Essen, was du gemacht hast, was mir nicht geschmeckt hat. Was war das? Weißt du das noch? Zitronenrisotto. Das war nicht so meins. So, ja, aber es ist eine gute Quote, wenn es nur eins war.